Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Also... Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2. Wir sind bereit. In dieser Session. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen.
dieser Session.
Q3 erreicht. Gut gemacht. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Auf geht's! Noch 2 Minuten in dieser Session. 2 Minuten. Eine Minute, nur noch 1 Minute. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Thank you.
Wir sind bereit. Das war keine besonders gute Saison. Wir sollten versuchen, einen positiven Schlusspunkt zu setzen.
versucht, Benzin zu sparen. Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
die Lücke zu schließen. Beim Überholversuch DRS nutzen. Die Box kommen.
dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Performance dann, wenn du sie am besten brauchen kannst. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Wir glauben, dass Weber irgendwann in den nächsten 5 Runden an die Box fährt. Vor dir sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. We'll be right back.
Strecke zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Dir gegenüber einen Vorteil. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Überhole ihn.
Sekunden. Zwischen dir und deinem Hintermann nimmt in jeder Runde deutlich zu. Sehr gut. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden. Dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Hinter dir beträgt 6 Sekunden. 6 Sekunden. Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Du musst weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Hier fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. An Vettel ran. Du bist pro Runde eine ganze Sekunde schneller als er.
besten Zeiten sind ein paar Zehntel schneller als die von Vettel. Sekunden Rückstand. 6 Sekunden. Thank you.
Wir kommen dem Auto vor uns langsam näher. Weiter so. Dein Rückstand auf das nächste Auto beträgt etwa 6 Sekunden. Gib Gas, dann können wir die Lücke hoffentlich verkleinern. Weiter, du hast 6 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Du machst pro Runde eine Sekunde auf deinen Vordermann gut. Unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Vordermann liegt 4 Sekunden vor dir. 4 Sekunden. An die Box kommen. Vor dir liegen etwa 4 Sekunden.
unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Etwas davon. Vettel liegt 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden vor dir. Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Sekunden.
nicht an die Box zu kommen. Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Thank you.
Versuch starten kann. Auf dem weicheren Reifen unterwegs. Sein nächster Stint wird kürzer. Wähl das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Weicheren Gummis aufziehen. Sein nächster Stint wird also kürzer.
Er wird vielleicht eher es nutzen, um dich zu überholen.
eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf!
Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde rückstand. Kommt ihr langsam aber sicher näher.
fetten in jeder Runde ein paar Meter ab.
Platz. Hervorragende Leistung, ganz hervorragend. Im Namen des Teams möchte ich mich für eine tolle Saison bedanken. Mit diesem Ergebnis gehen wir hochmotiviert in die Winterpause.